Ich habe jetzt seit 4 Wochen ein neues iPhone, und zwar nicht irgendein iPhone, sondern das iPhone 8 Plus. Und man wird es auf den ersten Blick vielleicht gar nicht merken, weil im Grunde entspricht es optisch dem iPhone 7 Plus. Da hat sich wenig getan. Man hat hier unten den Home-Button nach wie vor, kann das Handy über Touch-ID entsperren oder über einen Code. Du hast den einen Button hier an der Seite und hier die Lautstärkeregler und den Stummschalter. Was sich aber geändert hat, ist die Rückseite. Die besteht nämlich jetzt aus Glas im Gegensatz zu dem Alu, was dort vorher war. Sieht auf jeden Fall ganz hochwertig aus. Man sollte es vielleicht nicht auf den Boden werfen. Was echt noch mal besser ist als vorher, sind die Kameras, die da verbaut sind. Man hat nämlich hier wieder die 2 Linsen drauf, und was man damit für Bilder machen kann, das ist schon ziemlich cool. Wir suchen uns jetzt mal einfach ein schönes Motiv und dann knipse ich da mal ein paar schöne Fotos. Was übrigens echt praktisch ist, man macht ja Fotos meistens, wenn man unterwegs ist, und bleibt dann auch nicht stehen und richtet das ganz toll ein und versucht dann ganz ruhig zu sein. Und dann macht man ein Foto, und früher hat man dann zu Hause festgestellt, shit, das ist alles unscharf, verwackelt, das kann ich eigentlich löschen. Mittlerweile ist es so, auch bei dem iPhone 8 Plus, du hast einen Bildstabilisator, sowohl bei der Selfie-Kamera als auch bei den beiden anderen. Das heißt, auch wenn du das iPhone mal nicht hundertprozentig ruhig hältst, du hast dann am Ende trotzdem ein Bild, was du dir angucken kannst und denkst so, ja, das ist cool geworden, weil es einfach ein bisschen für dich mitarbeitet und das ausgleicht, wenn du so ein bisschen gewackelt hast. Das große Highlight, was das Fotografieren mit dem iPhone 8 Plus angeht, ist aber der Porträtmodus. Ihr könnt da verschiedene Lichtpresets auswählen, um das Motiv gleich gut ins Licht zu setzen. Und wenn ihr dann ein Bild geschossen habt, wird automatisch die Person, die ihr fotografiert habt, freigestellt. Das heißt, ihr habt dann ein relativ cooles Foto, wo man echt denken könnte, okay, da hat jemand mit fotografischem Verständnis was fotografiert. In Wirklichkeit hat aber das iPhone ganz viel der Arbeit gemacht. Videos kann das iPhone 8 Plus natürlich auch, und was ich da so für mich entdeckt habe, sind Slow-Mo-Videos, weil ich gemerkt habe, egal was man filmt, es sieht immer cooler aus, wenn man es in Zeitlupe gefilmt hat. Ich habe einen Kumpel von mir mal auf dem Skateboard gefilmt, und man sieht dann einfach, das geht so ultra, ultra langsam, und das sieht einfach super gut aus. Also merkt euch, alles einfach in Zeitlupe filmen, und dann habt ihr immer ein tolles Video am Ende. Dass so Features wie die Slow-Mo-Videos so gut und so flüssig funktionieren, liegt einfach auch daran, dass hier ein echt flotter Prozessor drin ist. Bei Apple nennt sich das mittlerweile A11, und jetzt spielt eigentlich keine Rolle, wie viel Megahertz oder so dieser Prozessor hat, der da eingebaut ist. Aber stellt es euch im Grunde genommen so vor, dass ihr hier eine Leistung drin habt, wie ihr sie auch in einem kleinen Laptop oder sowas findet. Also das ist schon ganz erstaunlich, was mittlerweile einfach an Power in so einem iPhone steckt. Hardware-Power ist natürlich auch immer gut für Spiele, und da ist gerade so ein Trendthema Augmented Reality. Das bedeutet, dass das Spiel die Umgebung, die um euch rum ist, in der echten Welt mit in das Spiel einbaut. Ich kann euch hier mal Stack zeigen. Das ist ein ganz cooles, eigentlich simples Spiel. Ihr habt so Platten, die hier reingeflogen kommen, und ihr müsst sie übereinander stapeln. Das wäre an sich eigentlich noch kein besonders bemerkenswertes Spiel, wird aber deswegen cool, weil eben dieser Turm in der echten Welt um euch rum aufgebaut wird. Und ihr könnt nicht nur starr dastehen und diesen Turm stapeln, was bei mir übrigens gleich hier vorbei ist. Ich probiere es nochmal. Ihr könnt euch dann auch um diesen Turm drumherum bewegen, um aus verschiedenen Perspektiven die Platten da drauf zu stapeln. So, wie komme ich jetzt mit dem Männchen darüber? Wahrscheinlich hier außen rum. Ah, okay, da sind diese Symbole. Jetzt die Brücke wieder schaffen. Okay, und jetzt geht er weiter. Okay. Ja, Alter. Eine echte Überraschung ist, dass das iPhone 8 Plus jetzt sehr, sehr viel besser Musik machen kann. Man hat nämlich jetzt Stereo-Lautsprecher, und die sind nicht nur besser, sie sind auch sehr viel lauter. Das heißt, wenn man möchte, kann man auch sehr gut damit den Leuten in der S-Bahn auf die Nerven gehen, wenn man das mal richtig aufdreht, weil es ist schon einfach laut. Ich habe mich manchmal fast schon erschrocken, wenn ich irgendwie den Klingelton oder den Wecker sehr laut hatte. Wenn man aber mal Musik hören will irgendwo und keine Kopfhörer dabei hat, dann ziemlich cool und tatsächlich eine echt sehr deutliche Verbesserung zu vorher. Das Display kennt man im Grunde genommen schon. Es ist halt wieder ein Retina-Display, das heißt sehr, sehr hoch aufgelöst. Es sind eher so Details, die dann da jetzt neu sind, zum Beispiel HDR-Unterstützung. Das heißt, man hat eine ganz hohe Bandbreite von hell nach dunkel, und es werden auch Sachen dann teilweise sehr strahlend dargestellt. Oder auch True Tone ist ganz cool. Das bekommt man nämlich eigentlich gar nicht so mit. Das bedeutet, das iPhone-Display passt sich immer automatisch an. Je nachdem, in welchem Licht ich mich gerade befinde, wird es immer nachjustiert, und dadurch habe ich nie den Eindruck, dass irgendwas jetzt zu kalt oder zu warm oder zu grell ist, sondern es wird permanent einfach neu eingestellt, und somit sieht es halt immer gut aus.
Der Akku ist im Grunde wie bei anderen Smartphones, es hält so einen Tag lang. Wenn ihr viel mit rumspielt, ist es vielleicht auch mal ein bisschen schneller leer. Was das Aufladen angeht, da kommt dann nochmal hier die Rückseite ins Spiel, die aus Glas ist und generell aus anderen Materialien. Da könnt ihr nämlich erstmals auch diese kabellosen Qi-Geräte benutzen. Das heißt, ihr kommt nach Hause, könnt euer iPhone da drauflegen und dann wird es ohne Kabel aufgeladen. Was ganz Neues für iPhone-Nutzer und tatsächlich ziemlich cool, weil man einfach nicht mehr immer das Kabel dran stöpseln muss. Würde ich mir das Gerät jetzt selber nochmal holen? Ja, würde ich schon. Einfach aus dem Grund, dass ich von einem relativ alten iPhone-Modell kam und für mich hat sich das schon gelohnt, weil es sehr, sehr viele Verbesserungen hat im Vergleich zu dem, was ich vorher hatte. Wenn man von einem 7er kommt, dann muss man es vielleicht schon genauer abwägen, weil natürlich gibt es viele Details, die sich verändert haben. Es ist aber im Grunde genommen ein sehr, sehr ähnliches Handy. Für alle, die jetzt aber gerade eh ein neues iPhone brauchen oder ein älteres Modell haben, da ist es definitiv schon das beste iPhone, was man sich holen kann.